Ich bin Martin. Ich arbeite für eine Firma, die heißt Zenstorm. Und wir sind auch aus Dresden. Und was wir tun, ist, dass wir unseren Kunden, die in meisten Fällen auch große Softwareentwicklungsunternehmen sind, bei speziellen Tasks helfen. Immer da, wo die quasi nicht weiterkommen, da springen wir ein und strengen unseren Kopf an und tun da was. Und das ist aber vollkommen unabhängig von Sprachen oder von Paradigmen oder sonst irgendwas. Wir haben so ein bisschen ein Team zusammengestellt, wo wir aus jedem Paradigma irgendwie jemanden haben und alle Sprachen schnell lernen können. Das ist so unsere Spezialität. Warum sage ich das? Ich will ein bisschen erklären, wie ich zu C++ komme. Denn ich bin kein C++-Programmierer. Ich bin auch kein Java-Programmierer oder sonst irgendwas. Ich bin dieses Jahr da so ein bisschen reingerutscht, weil unser C++-Programmierer uns verlassen hat Anfang des Jahres. Musste das wohl über für ein Projekt lernen und bin so ein bisschen hängen geblieben, weil die Sprache echt Spaß macht. Genau. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich komme von Lisp. Das ist so meine Heimat. Habe die letzten 10 Jahre hauptsächlich in Common Lisp, Clojure, Erlang, Elixir und Haskell gearbeitet. Also sehr funktional. Und, ach guck, das ist aber schon durch. Ja, was da noch kommt. Genau, und habe halt einen sehr funktionalen Background und eine sehr funktionale Sicht auf die Welt. Und ich habe in Gesprächen mit C++-Programmierern festgestellt, dass funktionale Programmierung eher so ein absolutes Randthema ist. Hat man mal im Studium was gehört, hat man mal vielleicht mit Scheme was gemacht. Mal kurz die Hand hoch. Wer von euch hat in der Vergangenheit tatsächlich funktional gearbeitet? Ein, ne? Mehr oder weniger? Zwei? Okay. Cool, genau, das habe ich erwartet. Deswegen darf ich heute ganz am Anfang anfangen. Das macht mir am meisten Spaß. Dann passt das auch ein bisschen, was ich vorbereitet habe. Genau. Die meisten von euch dürften mit OOP was anfangen können. Oder? Ja, die Hände hoch. Wer hat schon objektorientiert gearbeitet oder prozedural gearbeitet? Okay, das sind fast alle, genau. Klar, in so einer Sprache, auf so einem Meetup. OOP und prozedurale Programmierung sind Abkömmlinge von imperativer Programmierung. Das dürfte jedem klar sein. Bei imperativer Programmierung geht es darum, dem Computer zu sagen, was er zu tun hat. Also wir haben ein Problem und wir überlegen uns, wie sagen wir dem Computer Schritt für Schritt, tue das und löse mein Problem. Alles cool? Gut. Neben der imperativen Programmierung gibt es halt eine komplett andere Familie an Programmiersprachen. Das sind die der funktionalen. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Und die funktionalen sind wiederum nur Kinder einer viel größeren Familie, nämlich der deklarativen Sprachen. Wenn ihr euch an euer Studium erinnert, habt ihr sicherlich irgendwann mal irgendwo mit Prolog oder sowas gearbeitet. Kennt das noch irgendjemand? Ja, ich sehe ein paar nickende Leute. Genau, Prolog ist logische Programmierung. Logische Programmierung ist auch deklarativ. Ist also dieselbe Familie wie funktionale Programmierung, ist aber nicht funktionale Programmierung. Nur um das mal ganz kurz einzuordnen. Über das Thema funktionale Programmierung könnte ich 10 Stunden sprechen. Das wird heute ein bisschen zu lang und wird euch wahrscheinlich sehr schnell langweilen. Deswegen habe ich einen Vortrag gemacht, der ungefähr eine halbe Stunde geht. Wir gucken uns ein Thema an, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde, wenn man mit dem ganzen Thema anfängt. Das ist ein Einstieg. Deswegen finde ich es cool, dass im November der Folgevortrag kommt. Hoffentlich geht der in ein anderes Thema, um euch noch ein bisschen mehr Einblick zu geben. Was ich überhaupt nicht mag, sind Präsentationen. Ich mache normalerweise keine, also wirklich gar keine. Dann gab es hier beim Meetup immer Präsentationen, deswegen habe ich mich vor einer Stunde hingesetzt, habe doch eine gemacht. Wenn die scheiße ist, wenn da irgendwelche Fehler drauf sind, dann deswegen, weil ich faul bin, was Präsentationen angeht. Deswegen gibt es auch nur ein paar Folien, ein bisschen Code. Nehmt den nicht zu ernst, vor allem, wenn es um C++ geht. Genau. Das ganze Thema funktionales Programmieren in C++ wird auch Thema einer Blogserie sein. Die gibt es auf Zenstorm, da gibt es am Ende noch einen Link dazu, auf der Webseite, weil ich mich mit dem Thema gerade sehr, sehr viel beschäftige. Wir bauen gerade eine komplette Codebase um in funktionale, also mit funktionalen Paradigmen und
haben da sehr viel Spaß dran und werden das auch ein bisschen dokumentieren. Da wird es also wahrscheinlich nächste Woche den ersten Artikel dazu geben. Und der wird genau das Thema noch behandeln, das wir heute auch uns auch angucken. So, ich habe ein erstes Stückchen Code dabei, glaube ich. Oh, das kann man gar nicht sehen. Kann man vielleicht doch das Licht wieder ausmachen? Genau. Hätte es vielleicht hell machen sollen. Ah, perfekt. Genau. Das ist zweimal die gleiche Lösung für dasselbe Problem. Wir haben einen Vektor und wir wollen etwas in diesem Vektor verändern. Also eigentlich haben wir, und das wird uns heute den ganzen Abend begleiten, wir haben in irgendeiner Art und Weise eine Collection und wollen mit dieser Collection irgendwas tun. So. Wir haben oben den imperativen Ansatz, unten eher den funktionalen Ansatz. Das ist für euch jetzt ziemlich langweilig, weil ziemlich stumpf. Und eigentlich tut es genau das Gleiche, es sieht nur anders aus. Tut es das Gleiche? Persons ist der Vektor da oben. Vielleicht funktioniert das so gar nicht mit dem Dings. Wie gesagt, das habe ich nur so. Also, was tut es? Persons ist der Vektor von Strings da oben und was wir wollen ist, wir wollen einen Namen ersetzen. Wir gehen den Vektor durch und wenn der Name, den wir gerade an der Hand haben, der alte Name ist, dann ersetzen wir ihn durch den neuen Namen. Und hier unten passiert was Gleiches. Wenn wir den Namen in der Hand haben, ich hoffe, das ist richtig, dann ersetzen wir ihn durch den neuen Namen. Es geht jetzt nicht um die Richtigkeit des CSS-Codes, es geht eher darum, konzeptionell. Tut das das Gleiche? Hey. Hier unten die, also wir wollen jetzt nicht zu tief da reingehen. Hier unten die, theoretisch sollte die Folgendes tun: Sie geht durch den Array durch von Beginn zu Ende. Sie schaut, das, was ich aktuell in der Hand habe, ist der Name, den ich hier reinkriege, das ist mein aktuelles Element, was ich in der Hand habe, ist das gleich dem alten Namen, den ich ersetzen möchte, dann ersetzt mit dem neuen Namen. Sollte also eigentlich das Gleiche tun. Danke. Genau, und das ist schon mal die Essenz. Also ein ganz wichtiger Punkt von funktionaler Programmierung ist, wir vermeiden Mutationen. Wir wollen überhaupt nichts mutieren. Wir wollen die originale Information immer erhalten. Rich Hickey hat das mal gesagt. Rich Hickey übrigens, ein Name, den ihr euch merken könnt, wenn ihr euch mit funktionaler Programmierung auseinandersetzen wollt, empfehle ich die YouTube-Videos, die sind grandios. Und er hat mal gesagt, das, was wir hier oben haben, das ist Destructive Mutation. Wir zerstören die Originalinformation. Und das wollen wir im Funktionalen nicht haben. Deswegen ist das hier unten, bin ich da? Genau, hier unten eher funktional gedacht. Wir erhalten unseren alten, bekommen aber noch einen zusätzlichen neuen dazu. Okay. Wer mag Geschichte? Ich mag Geschichte. Funktionale Programmierung ist ziemlich alt. Wer weiß, wie lange es funktionale Programmierung schon gibt? Mal so schätzen. 60, was haben wir noch? 60 ist gut, aber nicht richtig. Geht in die richtige Richtung. 1956. Genau, und zwar, wer hat es erfunden? Also, John McCarthy und der hat einen Student, also John McCarthy, dem wird es mal zugeschrieben, der hat es aber nicht erfunden, der hat einen Student, der hieß Steve Russell, der hat bei ihm eine Doktorarbeit geschrieben und der hat tatsächlich den ersten Listenprozessor implementiert. Dieser Listenprozessor machte nichts anderes als reine funktionale Transaktionen auf Listen. Listenprozessor, da, das Kurzwort davon ist Lisp, kennt man heute noch, benutzt man heute auch noch. Das alles war eine Implementierung
Eines Theorems, das euch vielleicht auch bekannt ist. Ich glaube, da habe ich auch eine Folie dazu. Habe ich nicht. Doch, habe ich, ganz sicher. Das da. Wer kennt das? Perfekt. Church und Clean haben zusammen den Lambda-Calculus entwickelt. 1936, so alt ist das. 1936 war das Jahr, in dem SUSE angefangen hat, seinen Z1 zu bauen. Und 1936 war das Jahr, in dem Alan Turing seinen The Undecidable Paper veröffentlicht hat. Also Turing-Maschine. Und um die Zeit ungefähr ist auch von Church der Lambda-Calculus veröffentlicht worden. So wie Alan Turings Undecidable die Grundlage für imperative Programmierung wurde, so ist Churches Lambda-Calculus die Grundlage für funktionale Programmierung geworden. Alan Turing wollte gerne eine Maschine bauen, die mathematische Systeme, die die Antwort liefern kann zu mathematischen Systemen, ob sie überhaupt beweisbar sind. Church wollte quasi das Gegenteil tun. Er wollte ein logisches mathematisches System entwickeln, mit dem man zeigen kann, ob Probleme berechenbar sind. Beides ist gegenseitig komplett. Also Turing Complete, das ist Turing Complete. Und die Turing-Maschine ist unter dem Lambda-Calculus vollständig beweisbar. Turings Idee kam von Neumann. Und von Neumanns Architektur ist die Grundlage für imperative Programmierung. Das ist, wie wir Computer verstehen. Das ist, wie Ingenieure Computer verstehen, wie sie sehen. Wir haben da eine Maschine, die hat Bits und Bytes, die braucht Strom an und Strom aus. Und wir sagen ihr, wann sie was tun soll. Die Mathematiker um Church fanden das mit dem Berechenbarkeit viel interessanter und haben sich erstmal ein paar Jahre darauf gestürzt. Okay, genug Geschichte. Außerdem ist das keine echte Programmierung. Das ist echte Programmierung. Das ist jetzt JavaScript, das ist jetzt nicht C++. Ich habe das im Internet gefunden und geklaut, schamlos. Das ist die imperative Lösung eines Problems. Kind of real programming, weil es halt JavaScript. Wie würde man das deklarativ lösen? Ich lese es mal auf, wir werden ja heute nicht fertig. So. Das ist deklarative Programmierung, hat jeder von euch schon gemacht. Hoffentlich. Nehme ich an. Imperative Programmierung ist im Kern quasi einzelne Kommandos, die dem Computer sagen, was er tun soll. Wir können diese Kommandos kombinieren in Methoden, in Objekten, in Hierarchien von Vererbungsbäumen. Wir können den Fluss von Informationen oder den Fluss von Kommandos steuern, indem wir sagen, wir haben zum Beispiel Conditionals, also If-Else-Statements, wir haben verschiedene Loops, also For- oder While-Loops. Das alles kennt ihr, das alles ist für euch Alltag. Die primären Objekte, die wir manipulieren, sind Instanzen von Strukturen oder Klassen. Was wir hauptsächlich tun, ist, wir mutieren in place. Okay. Das ist das, was auf der linken Seite ist. Das sind so Patterns, die wir so kennen und Principles, mit denen wir so arbeiten. Rechts ist funktionale Programmierung. Das sind alles Funktionen. Es ist tatsächlich so simpel. Funktionen sind der Kern. Das einzelne Statement ist eine Funktion. In einer pur funktionalen Sprache habe ich zwar auch Atome, wie zum Beispiel eine einzelne Zahl, einen numerischen Wert, also eine 5, würde man das Atom bezeichnen. Im Kern und in der Implementierung ist eine 5 in einer pur funktionalen Sprache aber auch eine Funktion. Sie gibt immer sich selbst zurück. Die Definition eines Atoms. Da außen drum bauen wir Funktionen. Wir können Funktionen miteinander kombinieren. Wir werden später noch sehen, wie man das macht und wie cool das ist. Wir steuern den Programmfluss dadurch, dass wir Rekursionen bauen, also Funktionen mit sich selbst aufrufen. Und wir machen Pattern-Matching auf die Rückgabewerte von Funktionen. Aber überall sind Funktionen,
die Essenz des Ganzen. Der Programmierer fokussiert eher, welche Informationen er gerne haben möchte und konzentriert sich darauf, Daten zu transformieren, anstatt sie zu manipulieren. Das ist der große Unterschied. Mal ganz kurz gucken, ob ich hier noch eine Folie gemacht habe. Ah, das ist schon das nächste, sehr schön. In der Transformation von Daten und dem Zusammenketten von Funktionen zu denken, ist die Essenz von funktionaler Programmierung. C++ ist in den letzten Jahren wohl, ich bin ja seit kurzem erst dabei, aber ist in den letzten Jahren wohl sehr viel funktionaler geworden. Gerade die Library Algorithm hat einige sehr, sehr nette Features, die funktionale Programmierung sehr einfach machen. Und wir werden uns gleich mal bedienen in der Library. Ich habe mal so ein ganz, ganz einfaches Real-World-Beispiel mir ausgedacht. Das ist, nehmt mal an, ihr habt ein Projekt und ihr wollt gerne die Lines of Code wissen, die dieses Projekt umfasst. So, wie würdet ihr das lösen? Also ganz grob, einfach mal in den Raum geschossen, irgendjemand. Okay, ihr wollt das selbst programmieren, weil ihr gerade euch ein bisschen in Katas übt und sagt, das ist ein schönes Kata. Das kann ich öfter mal machen. Perfekt. Genauso habe ich mir das auch überlegt. So. Ungefähr. Also, wir kriegen Files rein, das soll jetzt erstmal egal sein, wo die herkommen. Ich will für jedes einzelne File das Ergebnis will ich in einem Array speichern oder in einem Vektor speichern. Was ich mache ist, ich nehme ein einzelnes File raus und jedes Mal, wenn ich einen Zeilenbruch sehe, zähle ich eins hoch. Und am Ende schiebe ich für das File die Zahl in meinen Vektor von Ergebnissen und am Ende gebe ich den ganzen Vektor zurück. So könnte man das imperativ lösen, so würde ich das imperativ lösen. Ich habe aber auch keine Ahnung von imperativer Programmierung. Geht wahrscheinlich besser. Was wir hier haben, ist, wir haben zwei miteinander verschachtelte Schleifen und wir haben so ein paar Variablen, in denen wir unseren State speichern. Das mögen funktionale Programmierer überhaupt nicht. Also gucken wir mal, was wir machen können. Wir gucken mal einen Algorithm und finden, da gibt es eine Funktion, die heißt Count. Gucken, ob wir die benutzen können. Ach, guck, Count. So, ich habe die Funktion von eben erstmal aufgesplittet in zwei Funktionen. Haben wir hier eine, das ist die von eben. Und hier oben eine neue, Count Lines. So. Hier unten rufen wir einfach nur Count Lines auf mit dem einzelnen File. Was wir in Count Lines machen ist, wir öffnen unser File. Und dann zählen wir. Und zwar genau wie eben auch das Auftauchen von n. Also Zeilenbruch. Was ist der Unterschied? Wir geben einen Scheiß drauf, wie Count implementiert ist. Alles, was wir tun, ist, wir rufen es auf. Das heißt, wir haben hier eine Ebene mehr in Abstraktion drin, aber dadurch wird es für uns einfacher. Das ist, was funktionale Programmierer ziemlich häufig machen, dass sie einfach Layer of Abstraction bauen. Wir haben einfach nur gesagt, was wir gerne wissen wollen. Wir haben gesagt, wir möchten gerne, dass irgendjemand das für uns zählt. Natürlich könnte jetzt irgendjemand auch dieses Count implementieren, also irgendjemand muss es implementiert haben. Wir können das aber noch besser machen. Zum Beispiel so. Auch hier haben wir hier unten die Schleife noch rausgeschmissen und noch eine Variable, die unseren State gespeichert hat, glaube ich, oder? Ist hier eben schon rausgeflogen? Egal. Das ist
fast pur funktional. Wir haben immer noch da ein bisschen State drin, den möchten wir noch raushaben, aber wir sind schon ganz nah dran. Was wir machen ist, wir deklarieren, was wir wissen wollen, nicht mehr, wie es umgesetzt werden soll. Aha. Ja. Nochmal zurück zum eigentlichen Problem. Was wollen wir? Was wir wollen ist, wir haben Files und wir wollen gerne wissen, wie viele Zeilen haben die. Und das geht in C++ noch besser, noch funktionaler. Und zwar pur funktional, ohne State. So. Ich habe ein bisschen geschummelt. Wer das da kennt, weiß, dass ich in C++ 20 Standard gegriffen habe und mit Ranges gearbeitet habe. Ist irgendjemand nicht klar, was hier passiert? Das ist pur funktional. Reine Transformation von Daten. Ich würde gerne tiefer in Transform reingucken, weil Transform uns noch ein paar Konzepte näher bringen kann. Die Strategie hinter Transform nennt sich Mapping. Das ist Mapping. Ich ärgere euch jetzt ein bisschen, ich bin Mathematiker. Davon kommt jetzt noch mehr. Was Transform macht ist, es ist eine Operation, die von einer Menge, von einem Set, also einer tatsächlichen Menge, auf eine andere Menge eine Funktion ausführt. Wobei gilt, dass für alle A der ersten Menge gibt es B in der zweiten Menge. Für das gilt, dass wenn ich die Funktion auf A aufführe, kommt B raus. Das ist ziemlich einfach. Das ist siebte Klasse Mathematik. Wenn wir also in unserem Code Zeilen zählen wollen, dann können wir genau das tun. Für jedes File in einer Menge von Files haben wir eine Zahl innerhalb von N0. N0 ist die natürlichen Zahlen mit 0. Und wir zählen die Files, wir zählen die Lines, das ist unsere Funktion. Und auf jedes File, das wir das ausführen, kommt ein N zurück. Das ist Transformation. In anderen Sprachen, in den funktionalen Sprachen vor allem, nennt man das eigentlich meistens Mapping. Da gibt es auch eine Funktion, die heißt Map. Ich überspringe gerade mal ein bisschen, weil da kommt jede Menge noch Mathematik, die wollen wir gar nicht. Ich habe mich ein bisschen treiben lassen. Interessant ist jetzt natürlich, was dabei rauskommt. Da kommt am Ende natürlich wieder ein Set bei raus, nämlich unser eigentliches Problem ist ja nicht, wir wollen für ein einzelnes File die Lines, sondern wir wollen für alle Files die Lines. Das heißt, wir kriegen am Ende, wenn wir die Map auf unserem gesamten Files-Menge ausführen, kriegen wir wieder eine Menge. Und diese Menge ist genauso groß wie die Menge, die wir reingeben. Das heißt, wir geben genauso viele Files rein, wie wir Lines of Code-Ergebnisse rauskriegen. Das ist Map. Und das ist eine ganz spezielle Art, wie Map funktioniert. Und Map muss immer so funktionieren, sonst ist Map kaputt. Genau, ich habe mal so eine Map-Funktion versucht, irgendwie zu implementieren. Ihr erkennt das, das ist genau das, was wir am Anfang irgendwo mal schon mal stehen hatten, nur dass es jetzt Map heißt und nicht mehr Count Lines for Files. Das ist unspannend. Das ist eine hässliche Folie. Und es wäre ziemlich schlimm, wenn wir das machen müssten für jeden Task, den wir so haben.
Also hier habe ich ja Count Lines drin und jetzt überlege ich mir, okay, jetzt möchte ich nicht mehr Lines zählen, jetzt möchte ich gerne alle Characters zählen, die in so einem File drin sind. Dann müsste ich das also nochmal neu implementieren und müsste sagen, und jetzt bitte mit hier Count Characters. So, und dann fällt mir nächste Woche ein, oh, ich habe hier einen Haufen Academic Papers und die reden dauernd von Python. Ich möchte jetzt mal wissen, wie oft taucht ein Python in so einem Academic Paper auf. Also implementiere ich mir das wieder und schreibe hierhin Count Python. So. Das können wir offensichtlich besser machen. Habe ich das ja auch in eine Folie gebracht? Ja, das können wir besser machen. Nämlich so. Indem wir Transform benutzen anstatt Map. Also es ist für uns fertig. Ich wollte einfach nochmal darauf hinaus, dass Transform genau das gleiche tut wie Map, was wir gerade hergeleitet haben. Nur, dass es am Ende noch eine Funktion reinnimmt. Und diese Funktion geben wir von außen rein. Das steht dann genau an der Stelle. Wird dann hier damit reingegeben. Genau. Damit sind wir schon bei Higher Order Functions, nämlich Funktionen, die mit Funktionen aufgerufen werden als Parameter. Bestehen bis jetzt irgendwelche Fragen? Ich habe noch nie so ein stilles Publikum erlebt. Das mit den Interpackungsnamen bei Memesites mehr wäre. Das kann sein. Ich habe mich da. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Folien sind wirklich. Also, Sache von einer Stunde. Da können Fehler sein. Es geht mir mehr um das Konzept. Was fällt einem auf, wenn man über Map nachdenkt? Und wir wissen ganz genau, ich gehe nachher nochmal zurück, wir wissen das. Was fällt uns ein, wenn wir über Maps nachdenken? Was kann man damit sehr, sehr schön tun? Wir wissen, wir können diese Funktion hier hinten vollkommen unabhängig ausführen, und zwar für jedes A. Was heißt das? Bitte? Richtig. Das ist das, was der funktionale Programmierer an der Stelle immer tut. Sobald er viele Daten hat, dann versucht er da ein Map drauf zu machen und das versucht er sofort zu parallelisieren. Das ist immer das Allererste. Das kommt drauf an. Also es kommt drauf an, ob deine Laufzeitumgebung das kann. Genau. Aber du machst dir in dem Moment auf jeden Fall Gedanken. Das heißt, wenn du ein großes Set an Daten reinkriegst, in den meisten Fällen arbeiten wir halt mit, also ich persönlich, mit sehr, sehr datenlastigen Anwendungen. Also wir sprechen hier über Milliarden von Daten und da willst du auf jeden Fall das sehr, sehr schnell parallelisieren. Genau. Parallelisieren geht natürlich sehr, sehr schön, weil das, wie gesagt, vollkommen voneinander unabhängig ist. So, jetzt haben wir über Parallelisieren gesprochen, über viele Daten gesprochen und über Map gesprochen. Was fällt uns da sofort ein? Googles tolle Erfindung. MapReduce. Genau. Google hat ja mal so ein Paper veröffentlicht. Reduce. Google hat mal ein Paper veröffentlicht und haben gesagt, wir haben MapReduce erfunden. Das ist natürlich Quatsch. Haben sie nicht erfunden. Reduce gibt es schon ziemlich lange. Das nennt sich in der funktionalen Programmierung eigentlich Fold. Was wir jetzt tun, nachdem wir alles gemappt haben und unsere neuen Daten haben, unsere Daten einmal komplett von A auf B gemappt haben, wollen wir das natürlich zusammenzählen. So. Und gerade in unserem Beispiel von eben ist das ziemlich sinnvoll, wenn ich alle die gesamte Summe über mein Projekt haben möchte. Wo ihr das auf jeden Fall kennt, wo ihr das auf jeden Fall schon gesehen habt, ist Excel. Also die Sum-Funktion von Excel, die über mehrere Zellen einfach alles zusammensummiert, das ist genauso ein Reduce. Ja. Was passiert da? Mathematisch gesehen geben wir eine Menge rein und kriegen ein Element eines anderen Typs raus. Genau. Für unsere Lines of Codes bedeutet das, wir geben unsere Lines rein und finden irgendein N, das daraus resultiert. Das ist ziemlich simpel. Das ist ziemlich einfach. Hab ich da noch? Guck gerade mal, ob ich da noch
Gute. Genau. Wir haben auch eine schöne Funktion in C++, Accumulate. Ich glaube, das müsste eigentlich std Accumulate sein, aber wir haben Accumulate dafür. Ich weiß ja gar nicht, warum C++-Leute sich immer eigene Namen ausdenken müssen. Das ist ein Reduce. Und zwar ein Reduce standardmäßig mit Summe. Ich könnte da ganz am Ende noch eine andere Funktion reingeben, wie man das jetzt eigentlich accumulaten soll. Zum Beispiel mit Multiplication oder mit Division oder wie auch immer. Aber das tut genau das. Immer von links. Also Reduce in dem Sinne ist immer ein Left-Fold. In der Objektorientierung gibt es auch ein Right-Fold. Dafür müsste man hier einfach Beginn und End tauschen. Dann hast du ein Right-Fold. Genau. Oder so. Genau. So, dann haben wir hier noch was. Das macht Spaß. Jetzt können wir Function Chaining betreiben. Und plötzlich werden wir sehr abstrakt und können sehr genau hinschreiben, was wir eigentlich wollen vom Code. Wir geben Files rein. Wir wollen gerne, dass die Zeilen gezählt werden. Und dann wollen wir es gerne noch zusammenrechnen. Die 0 muss ich am Ende reingeben, weil ich irgendeinen Startwert brauche für mein Fold. Mir gefällt das gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Okay, wir haben jetzt Map und wir haben Reduce gesehen. Das sind so die ersten beiden Werkzeuge, mit denen man bei funktionaler Programmierung für gewöhnlich einsteigt, weil die halt echt cool sind. Da gibt es aber noch ein drittes und das ist so ein bisschen die heilige Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit. Ah, Stück Luft. Der funktionalen Programmierung. Wer weiß, was fehlt? Nee. Monaden machen wir heute nicht. Ich habe mich am Ende dagegen entschieden. Also, wir haben mal ganz einfach zurück zum Problem. Wir haben unser Projekt und wir wollen unsere Lines of Code zählen. So, jetzt haben wir bei unserem Projekt auch noch irgendwie Readmes drin und Header-Files, die wollen wir gar nicht mitzählen. Und dann haben wir Filter. Richtig. Map, Reduce, Filter. Das sind ist unsere Dreifaltigkeit. Das ist die Definition der Filterfunktion. Mal ein bisschen anders hingeschrieben, mal ein bisschen mehr C++-Styly, weniger mathematisch. Was passiert bei Filter? Bei Filter geben wir, genau wie bei Map, eine Menge rein und bekommen eine Menge zurück. Die Menge, die wir zurückkriegen, hat aber anders als bei Map nicht unbedingt denselben Umfang. Wir können weniger Elemente zurückbekommen. Und es ist aber auf jeden Fall immer ein Subset. Das heißt, wir kriegen die Elemente desselben Typs zurück. Anders als bei Map. Bei Map können wir beliebigen Typ zurückkriegen. Und dann sind wir fertig. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht, wenn man das imperativ umsetzt? Also ja, ich habe ein bisschen geschummelt. Ich habe hier eine Funktion reingeschlichen, die es noch gar nicht gibt. Und die da hinten, die haben wir auch gestrichen. Die steht dann oben drüber. Aber ansonsten. So, was wir uns heute angeguckt haben. Ich bin damit auch fast, also eigentlich bin ich damit durch. Was wir uns heute angeguckt haben, ist erstmal grundsätzlich, wie denkt man eigentlich funktional? Kurze Einführung. Filter, Map, Reduce als Einstiegspunkt. Und ich hoffe, ich konnte da ein bisschen Interesse bei euch wecken. Und wie man Funktionen miteinander kombinieren kann. Was wir uns nicht angeguckt haben, ist das. Nur mal so als Auszug. Und ich hoffe, dass eines dieser Themen im November dran ist. Weil die alle ziemlich cool sind. Damit bin ich durch.
Und danke für eure Aufmerksamkeit. Jetzt stehe ich für Fragen zur Verfügung oder für eine Diskussion oder. Also, dass wir den Namen nochmal kurz erklären. Kurz? wie kurz hättest du das gerne? Was ist denn dein Verständnis von Monaden? Gar keins, deswegen. Gar keins, okay. Wir haben in der funktionalen Programmierung ein großes Problem. Denn wir können nicht damit umgehen, nicht zu wissen, also wir können mit inkonsistenten Daten nicht umgehen. Wir im Sinne von Leute, die funktional programmieren. Damit haben wir auch ein Riesenproblem. Warum haben wir ein Riesenproblem? Wir können theoretisch null Seiteneffekte haben. Sobald wir Daten einlesen, müssen wir davon ausgehen können, dass wir Mist bekommen, nichts bekommen, was Falsches bekommen, auf jeden Fall nicht das bekommen, von dem wir eigentlich ausgehen, dass wir es bekommen. Sobald wir irgendwie eine Benutzerinteraktion haben, wissen wir nicht mehr ganz konkret, mit was wir da eigentlich weiterarbeiten. Ja? Das ist für uns ein Riesenproblem. Ich gehe jetzt nicht auf die Tiefe der Monade ein, weil das ist Mathematik, das ist Category Theory, das geht ziemlich tief, aber mal so ganz grob erklärt. Was wir tun ist, wir kapseln, was wir da bekommen haben. Ich weiß nicht, ob das in C++ gibt. In Java gibt es das Prinzip des Maybe Data Types. Gibt es in Haskell auch? Optional? Genau. Optional ist wahrscheinlich sowas Ähnliches. Das bedeutet, ihr wisst nicht, ob da das drin ist, was ihr erwartet. Das heißt, ihr könnt für gewöhnlich darauf eine Methode aufrufen, die heißt, also ihr macht damit irgendwas und dann könnt ihr eine Methode aufrufen, die heißt else oder irgendwas und dann könnt ihr irgendwas anderes machen für den Fall, dass nicht das drin ist, was ihr erwartet. Eine Monade funktioniert genau so. Das heißt, ihr habt das, was ihr irgendwo mal durch einen Seiteneffekt bekommen habt oder bearbeitet habt, bekommt ihr gekapselt. Und das kann auch aus dieser Kapsel nicht raus. Das ist der Sinn einer Monade. Diese Monade wird durch euer gesamtes System getragen und es ist immer die Information dran, dieses gekapselte Etwas ist unsicher, das ist nicht durch unser System überprüft. Bitte nimm es mit genau dieser Vorsicht. Es ist quasi wie so eine Art Container für gefährliche Stoffe. Und die gefährlichen Stoffe können da nicht raus. Bisschen klarer geworden? Okay. Ich werde mal im Nachhinein, gibt es eine Möglichkeit, dass wir noch was verteilen? Ich habe einen ziemlich coolen Blogartikel zum Thema Monaden. Der ist gar nicht so lang. Den würde ich dir einfach schicken. Du kannst dir vielleicht irgendwie noch, genau. Ja. Das ist dann halt ein bisschen, also das ist tatsächlich ein Problem, mit dem man sich ungefähr 25 Jahre beschäftigt hat, bevor jemand auf die Idee gekommen ist, wie man das löst. Deswegen ist das nicht ganz simpel zu erklären. Die einfache Erklärung ist das, was ich gerade versucht habe. Ich mache erstmal eine allgemeine Aussage. Funktionale Programmierung stinkt fast immer ab, was Performance angeht. Wir haben immer ein Performance-Problem, weil wir viel höher abstrahieren. Also du kommst mit einem Lisp niemals gegen ein C-Programm an. Keine Chance. Jetzt ist die Frage, wie man Geschwindigkeit definiert. Ne? Da gibt es noch die Definition, wenn es schneller fertig ist, ist es, wenn es schon seit 5 Monaten läuft und dann kommst du mit deinem Programm. Aber es ist eine andere Definitionsfrage. Was C++ direkt angeht, um das mal spezieller zu machen, soweit ich es weiß und soweit ich mich belesen habe, ist es so, dass der Compiler sehr, sehr viel quasi optimieren kann. Das heißt, der nimmt das, was er da bekommt, von uns funktional programmiert, und optimiert das zurück auf das, was er eigentlich so halt an Geschwindigkeit haben möchte. Also C++ ist da wohl sehr, sehr gut. Vor allem der Compiler. Also wo wir halt besser sind, ist, dass wir halt einfach konsequent sagen können, das ist mehr oder weniger alles Const-Expo. Soweit ich das, wenn ich das richtig einschätze. Weil wir halt fast alles, also wir können dadurch halt sehr, sehr viel zur Compile-Zeit optimieren. Auch da gibt es ziemlich coole Optimierungen, indem wir zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben eine verkettete Liste, wie so ein Vektor oder sowas, wir haben halt irgendwie so eine Art Liste und wir wollen ein Element in dieser Liste ändern. Was wir tun, ist, wir lassen die Liste so lange in Ruhe, bis wir das zu ändernde Element finden
bauen uns dann eine neue Liste, die nur den Rest enthält und pointen auf die Liste davor. Das heißt, wir kopieren nicht die gesamte Liste, wir tun nur so, sondern wir lassen die so lange in Ruhe, bis wir das zu ändern Objekt finden. Das ist, wenn das erste Objekt geändert wird, natürlich Mist. Solange wir uns irgendwo weiter hinten befinden, gewinnen wir dadurch ein bisschen. Aber ja, es stimmt, wir haben auch ein Performance-Problem, was Speicher angeht. Das Thema hier, Lazy Evaluation. Also das ist, da ist C++ inzwischen auch sehr, sehr stark und kommt jetzt auch mit dem, ich glaube, mit dem nächsten oder übernächsten, 20 oder 23, mit 20, kommt auf jeden Fall nochmal ordentlich was dazu. Genau. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Also das ist auch was, was wir, also wenn ich jetzt aus dem Lisp-Kontext spreche, eigentlich immer so als gegeben wahrnehmen und sagen, naja, ich gebe dem erstmal so alles, was er so machen muss und ob er das wirklich macht am Ende, das sehen wir, wenn es soweit ist. Das ist so eine Frage, die aber, die ich mir zum Beispiel bei Java auch immer wieder stellen muss. So, wann füttert das denn jetzt eigentlich aus? Ja. Actors? Ja, ja, klar. Also Actors sind ein Design-Pattern, kommt, ich weiß gar nicht, ob es aus dem Erlang-Umfeld kommt, aber die benutzen es sehr massiv. Das bedeutet, ich kapsel also es ist eine andere Form von Kapselung. Es ist quasi ein, ich kapsel, anstatt ein Objekt zu machen, das auf einem anderen Objekt Dinge aufrufen kann, sage ich, ich habe eine Art Objekt, das ist mein Actor, und der kann Nachrichten empfangen und Nachrichten senden. Der weiß aber nicht, ob die Nachrichten, die er sendet, beim anderen auch ankommen. Und er kann selbst entscheiden, dass die Nachrichten, die er empfängt, wann er die verarbeitet. Das heißt, er hat quasi so eine Art Message Queue. So. Und ein System von Actors basiert darauf, dass du grundsätzlich davon ausgehst, dass die Nachrichten, die du sendest, erstmal ist so ein Fire-and-Forget-Prinzip. So. Das ist macht ein extrem stabiles Netzwerk. Also zum Beispiel, jetzt mal aus dem reellen, WhatsApp ist komplett im Actor-Model geschrieben. Das heißt, jeder einzelne Teilnehmer auf diesem WhatsApp, also ich glaube, es waren mal irgendwie 10 Millionen Nutzer, die da drauf waren, die auf einem einzigen Server liefen, war das halt sehr, sehr leichtgewichtig und extrem stabil ist. Also Actors habe ich reingenommen, um so ein bisschen das Interesse für Erlang zu wecken, weil das so ein bisschen mein Herzthema auch ist. Kommunikation. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum ich mich tiefer damit beschäftigt habe. Also C++ war so ein ganz kleines Projekt, was ich gemacht habe. Und da bin ich mit Speicherverwaltung und so überhaupt nicht in Berührung gekommen. Das war, Und ich wollte dann aber gerne mehr darüber wissen und habe mich so einer kleinen Truppe angeschlossen, die haben ein Computerspiel programmiert und dann habe ich mal geguckt, wie tief kann man denn eigentlich hinunter, um Dinge zu manipulieren, weil ich sowas noch nie vorher gemacht habe. Und ich bin da ein totaler Noob. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Also ich komme schon zurecht. Ich glaube, ich kann da viel lernen. Deswegen bin ich hierher gekommen. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich kurz bevor ich C++ gelernt habe, habe ich sehr, sehr viel Haskell gemacht. Und das hat mir den Einstieg sehr, sehr stark vereinfacht. Weil ich übers Typsystem von C++ reingekommen bin. Also ich habe mir quasi dieses ganze Ding Templates und generische Programmierung, das war so eine der ersten Dinge, die ich mir angeguckt habe. Und da habe ich sehr nahe Verwandtschaft zu Haskell gefunden. Und das war auch der Grund, warum ich viel Spaß damit gehabt habe, glaube ich. Und das war so mein Einstieg. Also ich würde sagen, ich hatte neulich, habe ich versucht, Platz zu sparen bei einem Messaging und habe versucht, halt Bits zu manipulieren auf so einem Datenstrom und sowas fällt mir sehr schwer tatsächlich. Das ist halt wirklich In-Place-Manipulation, das geht mir nicht in den Kopf. Das ist tatsächlich schwierig. Ja. Genau. Also ich werde da auch dranbleiben, es macht mir sehr viel Spaß. Ich bin ab nächsten Monat werde ich das erste Mal bei der Stockholmer C++ User Group sein. Da habe ich Bock drauf. Mal gucken, was die so machen. Das sind auf jeden Fall viele. Also das letzte Mal, als ich geguckt habe, waren es über 200 Leute beim Treffen im Sommer. Das war, ja. Bin ich mal gespannt. Sehr gern.